Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Beta Vanilla Mod. So, die Schmieden laufen. Ich habe gerade nochmal überall ein bisschen nachgelegt. Die Klingenfallen sind fertig. Wir haben noch ein leeres Glas in der Tasche. Das können wir hier reinschmeißen. Dann müsste hier unser Wasser sein. Das ist auch gut. Wie sieht es denn hier aus so mit Tee? Haben wir keinen mehr, ne? Na dann. Roter Tee. 85 Minuten. Heiliger Bimbam, ey. Dann lass uns da mal noch gerade Kohle reinschmeißen hier. Kohle, Kohle, Kohle. Kann der gemütlich hier durchtingeln. So. Dann würde ich vielleicht von den 50 Wasser hier und aus den Knochen, die wir noch haben, würde ich noch mal Kleber köcheln lassen. Wieso ist denn jetzt das Ding zugegangen? Kleber 2, 1, 4, 1, 6, 1, den da, ne? So, 9 Minuten. So. Sehr schön. Das da rein. Und das da rein. Und dann stellen wir jetzt unseren zweiten Schubsturm auf. Und bauen noch mal kurz ein bisschen um. Betonmischungen. Ich nehme noch mal hier was mit. Ein bisschen ist noch was rausgekommen hier. So. Jetzt können wir mal gerade gucken. Ist hier schon Stahl? 93. 26. Okay. Na gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen warten. Aber das kriegen wir dann schon voll. Das ist kein Problem. Da schmilzt ja noch Eisen ein gerade. So, okay. Dann ab aufs Bike und rüber schnell zur Feralbase. Wir müssen nochmal tanken und reparieren, ne? Ich nehme ja auch hier jeden doofen Zaun mit beim Fahren. Ich weiß nicht, ey. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie stark abgebaut. Ich werde alt. Ich werde alt und dement. Motorrad 2900 und 4000. Noch ein Reparaturkit, ey, leck. So, sieht doch wieder gut aus. Dann gehen wir mal gerade hier runter. Und setzen hier unsere Klingenfallen rein. So. Okay. Sehr schön. Dann tackern wir hier noch den Stahl drauf. Und hier auch. Nehmen uns den zweiten Schubsi. So, Ernie und Bert, da sind sie wieder, die beiden. Sehr schön. Die haben so einen schönen Smiley vorne auf dem Schubsteil drauf. Das, den finde ich so klasse. Jule findet den auch super. So, warte mal, ich baue mal gerade hier was dran. Kann ich besser Screenshots machen. Sehr gut. Ernie und Bert in Aktion. Okay, so. Dann tackern wir noch ein bisschen Stahl hier dran. Und was wir uns auch machen, wir machen hier auf. Dann haben wir nämlich hier einen Fluchtweg. Ich baue mir dann einfach nur eine Tür hier rein. Eisentür. Habe ich Eisen hier? Nee. Ah, ist nicht schlimm. Machen wir eine Holztür rein. So. Holztür. Dann haben wir hier einen Fluchtweg. Für einen Notfall. So. Dann
Elektrokabelverschaltung. Die. Ach, die sitzt hier so doof, ne? Die sitzt echt doof, so. Das ist blöd an Seven Days, ne? Die wird jetzt dann so in der Luft schweben. Das ist echt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob wir... Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Quellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das ohne Kabelverschaltung hinkriegen. Können Sie mal ausprobieren. Ich glaube, 6 können dran. Aber ich weiß nicht, ob wir bis an die letzte Falle kommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht dran. Ist ein Tick zu weit. Warte mal, was können wir da ändern? Was könnten wir da ändern? Wir könnten hier einen Block dran setzen und das eins verbreitern hier. Ich glaube, das mache ich auch schnell. Formkopie. Tun wir das hier verbreitern. Und dann hoffe ich, dass das reicht. Gehen wir mal gerade da oben hin. Und dann setzen wir hier den halben oder den Viertelblock hier. Den setzen wir von außen drauf. So, warte mal. Nehmen wir mal gerade die hier. Bauen die dahin. So. Und dann... Setzen wir den so. 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 Müssen wir das nur noch von hier irgendwie hinkriegen. Ja, sieht doch gut aus. Dann können wir das oben noch zutackern. So. Thank you.
Man könnte höchstens... Wir könnten höchstens eigentlich auch das Dach aus Gitterstäben machen, ne? Vielleicht auch eins höher oder so. Sollen wir das machen? Obwohl, warte mal, da muss ich auch den Scheinwerfer wieder wegmachen, oder? Ne, müssen wir nicht. Weil der hier draußen sitzt. Weil der auf dem Block hier sitzt. Das heißt, rein theoretisch könnten wir das Dach eins höher machen. Dann haben wir ein bisschen mehr Kopffreiheit. Kann man im Notfall auch mal springen oder so. Ich glaube, das mache ich noch. Ich glaube, das macht Sinn. Ist ja schnell gemacht. Das Zeug hier ist ja schnell rausgekloppt. Jetzt nur nicht fallen lassen, weil sonst fällt mir da auf die Kisten und Generatoren drauf. Das ist ein bisschen doof. Und dann machen wir das Dach hier oben aus Gitterstäben. Dann können wir nämlich, wenn Geier kommen, einfach rausschießen. Okay, den einen Motor wollte ich noch hier reinmachen. Aber die anderen zwei Fallen sind ja noch nicht angeklemmt. So, pass auf, dann machen wir mal gerade hier so ein Ding rein. Und dann machen wir hier... Müssen wir mal gerade gucken. Kriege ich das hier aus Gitterstäben überhaupt so hin? Weil die sitzen ja außen drauf, ne? Ja doch, das geht. Ja, funktioniert. Okay, na gut, da müssen wir halt nur, man muss halt nur außen aufbauen, ne? Dann nochmal hier Stellung kopieren. Zack. Zack. Der sitzt innen. Blöd. Scheinbar, ne? So. Na, geht doch. Ich falle noch hier runter. Ich krieg das noch hin. Keine Sorge. So. Ach so, wir haben dann hier... Wir haben dann natürlich hier... Ja, da muss der Stahl hier auch weg. Dann muss der Stahl auch weg. Scheiße.
Wieso kann ich jetzt den Scheinwerfer nicht aufheben, weil hier kein Gebietsschutzblock sitzt oder was? Ach, nee, komm, echt jetzt? Muss das jetzt sein? Oh. Ja, bevor wir jetzt alles wegmachen, mache ich mal nur hier vorne weg. Der gute Stahl, der gute Beton, die guten Pflastersteine, das gute Holz. So. Jetzt pass auf, wir haben ja hier noch, kommen wir hier mit dem an, so, ne? Ah, warte mal. Ich hab da eine Idee. Ihr habt da eine Idee. Die sitzen. Der hier muss weg. So. Ach so. Okay, dann kriegt man das hier nicht zu. Aber wir könnten noch was draufbauen, notfalls, ne? Da aber keins mehr zwischen. Oh Mann. Warte. So. Hauptsache, es ist irgendwie zu. So, das sieht schon mal gut aus, ne? Das ist auch zu, das ist auch zu. Jetzt legen wir hier noch so ein Ding drauf und dann ist gut. Tipptopp. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe schon schönere Sachen gebaut, aber... Meine guten Stahlbarren. Wir kriegen die Quest nie fertig. So, das war's. Jetzt haben wir hier einen schönen Käfig. Das ist ein schönes, tolles Muster. So, okay, dann kommen wir nochmal hier zu dem Problem.
schon geht. Herrlich. Herrlich. Und dann haben wir gepackt. Nee, hier. So. Das Zeug hier alles repariert? Ja, ne? Ist alles repariert. Ja, geilo. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, das Ding, aber funktioniert. Eine schwere Quest haben wir gerade nicht in der Tasche, ne? So, da wir jetzt ja nur gebaut haben in den letzten Folgen, fahren wir jetzt nach Hause und holen uns mal noch zwei schöne oder vielleicht drei schöne Better Vanilla Quests. Wir können sowieso nichts mehr machen hier an dem Tag. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwie die Klingenfalle können wir mal hier abwählen. Rede mit Händler. Was haben wir denn noch hier so? Befallstufe 5. Geschmiedeter Stahl sammeln. Ja, aber gucken wir mal, was wir noch an den Quests hier irgendwie jetzt gerade auf die Schnelle fertig kriegen. Dann holen wir uns noch 2-3 mit und dann gehen wir in die Feralbase und dann testen wir das mal. Ne? So, hier pass auf. So. So. Zack. Das sind 20, 40 Minuten, da fehlt Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, und das sind auch nochmal 27 und 30, 57, also auch 60 Minuten, ne? So, haben wir hier 1195 Stahlwaren. Ein paar müssen wir mitnehmen, da kommen wir nicht drum rum. Das heißt, wir machen das mal so. So. So, was haben wir jetzt noch hier offen? Betonmischungen 6000. Okay. Dann machen wir das so. Ein bisschen was nehmen wir mit, dass wir die Feralbase nochmal reparieren können. Von den Pflastersteinen auch ein bisschen was. So. Dann kann Elektro nochmal weg. Die Zange kann weg. Die Kohle kann weg. Wunderbar. Gucken wir mal gerade hier in das Nahrungsangebot. Hier Spaghetti in der Dose. Gut. Sehr gut. Und hier so einen leckeren. Können wir auch mal trinken. Warum denn nicht? Achso. So, das Glas noch weg. War hier was kaputt? Hab ich hier gerade. Da. Ich weiß nicht, mich mal draufgeschlagen. Wahrscheinlich. Quests. So, was haben wir denn hier? Für Bier würden wir sogar arbeiten. Mittel. Nehmen wir mal mit. Schwer. So viel Aggression. Nehmen wir mal mit. Die unmögliche Aufgabe. Die nehmen wir vielleicht mal noch nicht mit. Wuff, wuff, aua. Du und welche Armee? Atomkraft? Nein, danke. Gefalleneninvasion. Die ist auch ganz nett. So, warte. So. So, 4000 Pflastersteinblöcke, das ist schon mal gut. Die brauchen wir ja alle noch, ne? Die brauchen wir ja alle noch, wenn wir irgendwann mal mit unserer Burg weiterarbeiten. Das kommt ja auch noch irgendwann. Die würde ich noch mitnehmen in die Base. Die lassen wir dann da. Stein, Zement, Lehm, Sand. Da würde ich auch mal die Erdblöcke hier hinmachen. Obwohl ich überlege gerade, ob wir unten an der Base noch... Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Naja, schauen wir mal gleich.
Die Strahlungsentferner-Mod, die kann ich nicht bauen, ne? Die fehlt mir immer noch. Den Bauplan haben wir immer noch nicht gefunden. Wie sieht das hier aus mit Punkten? Haben wir auch keinen mehr. Na gut, dann Schrotmunition haben wir in der Tasche. 762 Munition haben wir in der Tasche. Auf geht's, komm. Wir müssen das Ding ja mal irgendwann testen. So, Moped pack mal ein. Hier schalten wir schon mal an. Und dann fangen wir mal an hier. Für Bier würden wir sogar arbeiten. 20 Arbeiterzombies töten. Na dann. Oh, Arm dran, Arm ab. Schauing, Schauing. Ich glaube, die Quest haben wir gerade fertig gemacht. Für Bier würden wir sogar arbeiten. Bob töten, rede mit Händlern. Sehr schön. So, die hätten wir. Aber das hat auch schon mal ganz gut geklappt. Irgendwas flattert da unten schon. Ich glaube, die eine hat schon einen Schaden. Okay, dann haben wir hier noch so viel Aggression. Die Atomkraft, nein, danke. Das sind bestimmt verstrahlte Zombies oder sowas. Radioaktive Dustin-Zombies. Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Warum kommen die da nicht raus? Die sind doch schon an der Leiter. Warum kommen die da nicht richtig raus? Ich kann da nicht richtig hochspringen. Das ist ja kacke, wa?
der auch noch um. Haben wir die Quest jetzt gepackt? Atomkraft, nein, danke. Haben wir gepackt. Ey, krass. Ne, wie viele das auf einmal waren da in der Ecke? Die Fallen halten auch nichts mehr aus, ne? Was die in Damage kriegen? Haben doch früher nicht so viel Schaden gekriegt. Und warum sind die Zombies so doof, hier hochzuklettern? Aber wehe, du lässt an deiner Base, wo du normalerweise hochgehst, nur eine Leiter weg. Dann kommen die immer hoch. Warum sind die denn hier zu doof, um hochzugehen? Ey, was ein Mist. Was ein Mist. So, qualmt noch ein bisschen. So viel Aggression, schwer. Die Gefallenen-Invasion, die ist echt heavy. Die Gefallenen-Invasion, die war schwer. Ich glaube, ich baue das hier mal um. Oder? Obwohl, nee, ich lasse es mal. Ich lasse die Strahlungsentferner-Mod in dem Ding hier drin. Für den Anfang. Wir reparieren nochmal gerade die Schrotze und das Ding. Dann machen wir mal die Gefallenen-Invasion. Ich muss das Ding nur einschalten vorher. Das sollte vorher schon laufen. So. Die ist halt echt heavy, ne? Soll ich denn noch auf den schießen? Ich dachte, der wäre schon längst platt. Guck mal, die kommen da hoch. Jetzt haben die Klingenfallen gehalten. Haben wir die Quest fertig? Jo, die haben wir auch gepackt. Aber kann man schon wieder runtergehen, reparieren, ne? Ey, mein lieber Scholli, ey. Die Klingenfallen halten echt gar nichts aus. Wofür baut man die denn dann, ey, wenn die so wenig aushalten? Die haben doch früher mehr gehalten. Achso, nee, Quatsch. So. Und dann machen wir die letzte auch noch. So viel Aggression. 25 wilde männliche Zombies. So. Hä? Test mal hier. Ja.
Jetzt haben wir gerade die Quest gepackt. Hab ich gerade noch gehört, so. Wieso hängt der denn da falsch rum? So. Ja, cool. Also die Klingenfallen halten gar nichts mehr aus, ne? Da muss man sich wirklich überlegen, ob man sich die bauen will, ne? Aber die Base funktioniert soweit, ne? Die schubsen schön alles da rein. Mal mehr, mal weniger. Also ist relativ viel reingefallen jetzt, ne? Das war also wirklich okay, finde ich. Gut, so. Nehmen wir die noch gerade. Überlege, ob wir die noch hier drunter bauen sollten. Oder wir machen hier so eine Schräge hin. Hm. Oder wir lassen es erst. Ich lasse es erstmal. So, das war's wieder mit dem Beton. Okay, also das hat funktioniert. Kann man sich nicht beschweren, das ist okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann können wir, denke ich mal, auch wieder ein bisschen irgendwie questen gehen oder so. Oder Material besorgen, mal schauen. Ich glaube, wir machen mal die Quest. Hier die Befallstufe 5. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall jede Menge hier Krams mit, Better Vanilla Items. Da haben wir jetzt jede Menge rausgeholt. Das ist schon cool. Dafür ist die Deathbase jetzt echt gut, ne? Für die Quests zu machen. Sehr schön. Na dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da. Wer Lust und Laune hat, schaut gerne mal ins Discord. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir hören uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.